Dann auch herzlichst willkommen zurück zu Witcher 3. So, wir waren hier unterwegs, wir hatten noch ein paar Fragezeichen abgefrühstückt. Letzte Runde, das sogar ganz erfolgreich, und wollen hier der Hauptstory folgen. Ja, da jetzt keine mehr auf dem Weg sind an Fragezeichen, würde ich sagen, machen wir das Hauptquest weiter. Ohne direkte Umwege, ohne zu langes Rumlabern und... Was haben wir denn hier? Ach, das sind die Sachen, die ich, glaube ich, rausgeschmissen habe. Ach ja, sowas wird gespeichert. Ja. Seid ihr Freund oder seid ihr Feind? Irgendwas, was ich sowieso nicht leiden kann. Ja. Rufen wir mal Plötze herbei. Ach, ich sehe gerade hier. Was wir noch mal ganz kurz machen, ist, meditieren nicht so lange, aber dass die Sachen sich wieder auffüllen und vielleicht schöneres Wetter ist. Naja, ging doch. So, dann... Charakter, ja, 3 Punkte. Muss ich noch überlegen, wie ich die verteile. Ja, das Quest, das verfolgen wir. Karte braucht man nicht, was wollte ich gucken. Inventar, genau, während die Waffe mal reparieren. So ein bisschen brauchen wir sie ja noch. So, 2 davon drauf. Und die nächste bei einem Händler müssen wir nochmal neue Reparatur setzen. Falscher Knopf. Steig auf. Naja, gut, das Wetter ist etwas besser. Naja, zumindest besser ist hier momentan mit den fiesen Minusgraden. Ja. Ein Tag hat gut angefangen. Heizung in der Nacht ausgefallen. Und heute Morgen war es immer noch kalt. Gibt's hier irgendwas? Ja, das ist das Schlechte, wenn man zu Hause arbeitet. Da ist die Heizung ausgefallen. Wo will man denn hin? Man ist ja schon zu Hause. Ja, bei minus 12 Grad. War es etwas kalt, aber naja, gut. Boah, das gibt aber Blutfontänen. Aua. Naja, komm. Das lasse ich jetzt liegen. Ist hier Wasser nachgekippt? Wie schmeckt dir das, Silber? Ja. Naja. Das Gute hier, unser Haus ist nur... Das hat eine neue Isolierung bekommen und das macht sich echt deutlich bemerkbar. Sonst wäre das nicht auszuhalten gewesen. Dann, naja, in der Aufwärmphase hat das Handy geschnappt, mit der Decke eingewickelt. Dann sind wir leicht eingeschlafen. Naja, beim Aufwachen ging alles wieder. Von daher hat sich alles von alleine geregelt. Aber es ist schon, einerseits ist es cool mit dieser Fernwärme oder wie sich das nennt. Also es ist halt irgendwie einfach. Man braucht zwar den Tanklaster oder was weiß ich, um nachzufüllen, wie bei Öl. Aber ja. Irgendwie manchmal ziert sich die Heizung ein bisschen. Warum auch immer. Eine Störung hat sie nett. Ja.
keine Ahnung. Aber ich bin ja auch kein Fachmann für sowas. Werde ich wahrscheinlich auch niemals werden. Und jetzt wüsste ich ja, wie man das Ding immer wieder in Gang bringt. Aber egal. Es überlebt. Jetzt bleibt so hoffentlich, sonst muss ich den Verein doch mal anrufen und fragen, was da irgendwie Sache ist. Ah. Sind zwar schnell zu töten, aber wenn sie einen kriegen, ein bisschen Schaden machen die schon noch. Ach ja, Tatort habe ich schon gereinigt. Naja, dann geht's halt weiter Richtung Questmarkierung. Ach, hier haben wir mal wieder eine Straße. Plötze bei Fuß. Komm hierher. Komm hier, Kleine. Hey, ich hab nachgelesen. Plötze ist ein Mädel. So, Süße, los geht's hier. So, da-da-dam. Los geht's. Ah. Hässlicher Bastard. Ja, steig ab. So, ab den Kopf. Einmal anzünden. Auch Kopf abzünden, die aber denkt besser ist anzünden. Aus Stichwort, Geralt. Aus Stichwort. Finde 5 Millionen Gold. Naja, ja. Oh. Was war denn das? Müssen wir erstmal gucken, ob wir was anderes hier rausschmeißen können. Ah ja, leuchtende Sachen sind anziehend, ne? Ja, ja. Ich glaube, die frieren, wenn sie da so liegen. Ich mach den mal Licht und Feuer. Feuer, damit es nicht kalt wird. So, so rum. Und Licht dadurch. Bei Tag, ja. Ich hab's voll drauf. So, ach genau, Inventar. Was haben wir da jetzt Schönes aufgenommen? Nichts, was wir wirklich brauchen. 99, 158, 43. Pff, komm hier weg. Weg, weg, weg. Wo ist denn hier wegwerfen? Also, ist immer noch was weg. 60. Komm hier 36. Weg. Ich kann sogar wieder was tragen. Was haben wir hier? Naja, bestimmt schon sauber gemacht, die Truhe. Naja, für später. So, haben wir hier noch ein paar Pflänzchen. Und das andere Schwert müssen wir auch schon wieder reparieren. Was haben wir denn hier? Noch unentdeckt? Woher kommst du? Haben wir hier einen Händler drin? Das wäre. Rost bedeckte seine Rüstung. Wie eine Glasscheibe. Ja, das kennen wir doch schon. Was sind denn hier laut Karte? Sind wir überhaupt richtig gelaufen? Nee, absolut nicht. Wie sind wir denn? Ich dachte, ich bin der. Ja. Ja, ich bin der falschen Questmarkierung gefolgt. Ich hätte die hier einloggen müssen.
Also ganz falsch war es nicht, was ich gemacht habe, aber richtig war es auch nicht. Aber wir folgen jetzt erst der Questmarkierung und gehen beides dann beim Baron ab. Ja, ja, bla bla bla, schön für dich. Zeig mir deine Waren. Ach, Kerle, Kerle, ja. Gut, erstmal nehmen wir das, was ich brauchen kann. Wie viel Gold haben wir eigentlich? 2711. Naja, ganz wenig ist ja nett. Stufe 13. Silberschwert. Nehmen wir, das könnten wir eigentlich mitnehmen. Das nehmen wir auch mit. Auf jeden Fall. Ah komm, Reparatursets, genau hier. Werkzeug, Anfänger, Waffenreparatur. Waffenreparatur. Ah, nee, da bin ich wahrscheinlich wesentlich besser mit bedient schon. Guck ich gleich mal nach. Hier erstmal. Weg. Obwohl, das können wir beim Rüstungshändler machen. Weg. Ein bisschen Geld da reinkriegen hier. Das doch hier so langsam. Nee, das haben wir erst gekauft. Da warten wir ab. Level up. Ist ja nicht mehr allzu weit entfernt hier. Achso, ja. Plötze. Ach ne, die ganzen Köpfe behalten wir ja, die brauchen wir ja. Das ist ja das Abgetrennte von den Monsterfreaks hier. Nee. Nee, das war's. Bis dann. Jupp. Gab's hier nicht noch einen Rüstungshändler? Meister Hexer. Oh. Ja, ja, Meister Hexer, bla bla bla, das bin ich. Alleine? Zu viele Mäuler zu stopfen. Was bist du nur für eine Mann? Er ist in ihre Hütte gekrochen, ohne ein Geräusch. Er war schwanger, aber das hat ihn nicht interessiert. Ist da noch irgendwas Händlermäßiges hier, oder? Nee, falsche Ecke. Was? Hier, ah, ah. Verschwinde. Mein Sohn! Was? Hast du was Interessantes? Ja, das will ich mal hoffen, dass du was Interessantes... Ah, ja. Nee. Ja, hier ist auf jeden Fall. Sachen, wo ein Quest drin ist, auf jeden Fall. Ja, gut, weltberühmt ist es nett. Ja. Yeah. 44 Flaschen. Geralt ist wohl nur am Saufen. Blümchen, Voodoo-Puppen und ach. Hier, Eisbärenfell. Gott, was man alles an Kram dabei hat. Es ist halt... Es ist halt irgendwie dann doch die Masse, dass da kommt was zusammen. Asche. Was haben wir hier? Beilkopf. Ja, das ist schwer.
Hier, Schweinehaut. Ach komm, die Blümchen behalten wir mal. So oft wie wir irgendwelche Frauen treffen, für irgendeine brauchen wir bestimmt nochmal eine Entschuldigung. Lecker verwesendes Fleisch kannst du haben. Suppenkelle, meine Güte. Alle Achtung, ich wusste ja gar nicht mal mehr, was hier alles an Kram gibt. Schwarzmagische Puppe, ach ne, die behalte ich, die ist cool. So. Hat er ein bisschen geräumt. Dann hier. Schauen wir mal. Nee. Nee. Ach komm, darauf. Wir steuern jetzt auf die Stadt zu. Da gibt es auch einen Rüstungshändler. Leb wohl. So, was haben wir jetzt vollbracht? Wie, du hast eine Aufgabe. Bist du taub? Ab mit dir, verwünschter Mutant! Woher kommt dieser Hass auf Hexer? Woher? Das kann ich dir sagen. Einer der Euren kam her, fraß sich für 2 Tage voll. Dann wollte er uns einen Gefallen tun und unser Monster töten. Wir fragten nach seinem Preis, aber er sagte, er wolle kein Geld. Er wusste ja auch, dass wir keins hatten. Und was wollte er, wenn kein Geld? Als Bezahlung wollte er etwas, was ich hätte, davon aber noch nichts wüsste. Das sagte er und ging. Und kaum war er raus, fing meine Tochter an zu heulen. Ich fragte sie, was los ist. Und sie? Oh, ich ertrag's nicht, ich bring diesen Hurensohn um! Rede weiter. Sie jammerte, dass eine Bestie den Hexer töten würde. Was flennst du wegen eines Mutanten? Fragte ich. Da erzählt sie mir doch glatt, dass der Drecksack sie mit seinem bösen Auge behext und dann verführt hat. Das sollte sein Preis sein. Ein Hexerbalg. Wenn er wirklich ein Hexer ist, hast du nichts zu befürchten. Wir können keine Kinder zeugen. Den Göttern sei Dank. Noch mehr von euch und wir sind verloren. Aber dieser da, der hat meine Tochter umgarnt und sie unter meinem Dach bestiegen. Das verzeihe ich nicht. Sag mir, wo er ist. Ich kann mich darum kümmern. Auf dem Friedhof. Da will er das Monster erschlagen. Hoffentlich reißt der Leichenfresser dem Lüstling die Gedärme raus. Du gehörst nicht zu den Männern vom Baron, oder? Ich hab nichts getan. So, haben wir hier nochmal ein schönes Quest bekommen. Ja, dem Typ, den muss man ordentlich mal aufs Maul hauen. Er macht meinen guten Ruf kaputt. Aber... das machen wir auf dem Rückweg. Jetzt müssen wir erstmal nach Ochsenfurt. Obwohl, lass mal gucken, welches Quest hat. Ich weiß, ich hab gesagt, ich... neben... am Friedhof, das kann ja nicht so weit weg sein. Dafür kriege ich vielleicht direkt mein Level up. Ja, das ist ja hier in der Nähe, das ist legitim. Aber Herr, soll ich meinen Mann zum Fluss schicken? Gloriel geht es immer noch schlecht. Und sie hat Mission. Dann sollten sie in die Sünde zu dem Fluss. Wo ist denn der Friedhof hier auf dem Berg oder was? Ja, ja. Oh, Kerle. Oh. Ah! Oh, ich darf ihn retten, oder was?
den Idioten gefunden. Das ging aber schnell. Danke. Ach, du kommst gerade recht. Noch einen Augenblick und der Ghoul hätte mich filettiert wie eine Flunder. Ich weiß gar nicht, ob ich hätte eingreifen sollen. Dein Kampfstil ist mir neu. Ich hätte dir einfach zusehen sollen. Wo wurdest du ausgebildet? In der Schule der Schnecke? Aber woher hast du dann dein Wolfskopfmedaillon? Du bist ein echter Hexer. Nein. Was hat mich verraten? Dass ich mir beim Anblick eines lausigen Ghouls nicht in die Hose gemacht habe? Antworte mir, woher hast du das Medaillon? Ich habe es von einem fliegenden Händler. Oh, da kommen Dörfler. Bitte verrate mich nicht. Das Monster ist tot. Oh, was ist das? Zwei Hexer? Wir haben aber nur einen eingestellt. Das ist ein Penner, ich hasse ihn. Hier ist nur ein Hexer. Dieser Mann ist ein Scharlatan. Er reist von Dorf zu Dorf und legt die Leute rein. Nein, so ist das nicht. Ich kann alles erklären. Bestimmt. Er ist ein Gauner, ein Betrüger. Oh, wir haben Gesetze für seinesgleichen, besondere Strafen. Danke, dass du ihn enttarnt hast, Meister Hexer. Ihr solltet ihn zum Dorfältesten bringen. Natürlich. Der entscheidet, was aus dem Halunken wird. Der letzte Betrüger, der hier durchkam, hat mit Falschgeld gezahlt. Wir haben ihm die Hand abgehackt. Gewiss wird euer Ältester dafür sorgen, dass die Strafe dem Vergehen angemessen ist. Fangt damit an, dass ihr ihm das Schwert abnehmt und sein Medaillon ins Feuer werft. Lebt wohl. So. 10 Erfahrungspunkte. Okay, das reicht. Oh, 75. Na komm, noch ein bisschen und ich habe mein Level ab. Dann halt nicht. So. Das hat ja nicht lang gedauert. Dann gehen wir jetzt direkt der Hauptquest nach. Dem Hauptquest. So. Ah, ja, da kommen wir gleich noch an. So. Was bist du hier? Können wir mit dir reden? Ich hab dich in Vysima gesehen. Ja, ich dich auch. Auch immer du bist. Eine falsche Bewegung und es tut dir leid. Ja, ja, reg dich mal ab, Junge. Beruhige dich, Nordling. Ja, ganz ruhig. Ich sammle doch nur ganz friedlich Honig. Nur weil ihr es nicht so drauf habt wie ich. Die sind alle nur neidisch. Die wären auch alle gern so cool wie ich. Naja, so sieht's nämlich hier aus. Große Preisfrage ist jetzt mit dem Quest eben, hätte ich da nochmal zum Dorfältesten gemusst? Ah, das sehen wir dann auf dem Rückweg. Falls ich es mir merken kann so lange, aber irgendwann kommen wir in jedes Dorf wieder. Ich glaube schon. Ah, Plätze! Ich brauch dich ja gar nicht rufen. Hier habe ich dich also geparkt. Hey! Hey ho, Plötze, auf geht's! Das Hauptquest wartet. Und ich würde jetzt auch gerne mal wissen, wie die Story weitergeht. hab von dem Spiel so viel vergessen, das ist das Gute. So ist es für mich auch nochmal was Neues. Es macht gleich nochmal so viel Spaß. Oha, Plötze! Was? Ach komm hier, Plötze, wegen Wölfen. Es kostet mich unnötig Zeit und Energie. Was haben wir diesmal? Noch mehr Wölfe.
Der Wolf ums Schloss oder was? Ich lese mal ein Buch, was ich gelesen habe. Und das hier soll ein Weg sein? Ja, wenn du meinst. Dann halt querfeldein. Auch gut. Das hatte einen roten Totenkopf. Das machen wir jetzt nicht. Plötze weiter auf irgendwie vorwärts. Beweg dich! Was seid ihr hier für Freaks? Komm schon! Da ihr mich nicht angreift. Da gibt es Sachen zum Einsammeln. Und das war jetzt auch Knüppel. Oh, ein Schatz? Habe ich wohl irgendwann schon mal ausgeräumt. Hab ich das? Ist das Zeug, was ich da hingeworfen habe? Was war denn das? Ach, ich bin ins Feuer gelaufen. Sehr gut. Ich hab's ja auch voll drauf. Ach komm hier. Nerv dein Netz biegen. Also irgendwann müssten wir doch unser Level abhaben. Ja, ja. So, weiter geht's. Ach, ich halte mich ja doch immer wieder gerne irgendwo auf, weil es macht einfach Spaß, fiesen Monster den Schädel einzuschlagen. Ach. Ja, ich weiß, hier drin darf ich nichts klauen, sonst wollen sie mich wieder hauen. Aber sobald mein Level hoch genug ist, werde ich genau dies tun und werde sie alle verprügeln. Alle miteinander, weil es blöde Penner sind und für den Orden des Feuers, oder wie das heißt, arbeiten. Das fällt mir nämlich gerade wieder ein. So, ich denke mal, wir sind hier auch fast am Ziel. Sind wir gerade zu Fuß schneller als mit Pferd oder was? So, jetzt müssen wir doch irgendwo lang oder so. Was sagt hier die Karte? Ja, am besten die Brücke, wo so viele Leute draufstehen, ha? Naja, perfekt. Nehmen wir mal an, wenn wir uns anders einen Weg. Ich speichere mal kurz ab. So, hier. Super. Gibt's hier noch mehr an unnützen Kram? Zumindest werde ich nicht verhauen, das ist ja schon mal gut. Hast du's eilig?
Ja, Mann. Also erst nehme ich euch euer Zeug weg, weil ihr blöde Penner seid und ich euch nicht leiden kann. Ihre und Heimatland. Scheißegal, was mit deinem Heimatland ist. Nein? Du wirst ersticken an 3 Pfund Stahl. Naja, ein Pfund Stahl prügel ich dir auch gleich zwischen die Zähne, wenn du das willst. Meine Güte, warum sind die immer alle so aggressiv? Die Schwarzen haben diese mal eingenommen. Dann werden sie auch radikal. Die Schwarzen nachher. Und ihr seid rassistisch oder was? Was? Ihr redet immer nur von den bösen Schwarzen. Nee. Nichts zu essen. Ja, euer zu essen habe ja auch ich. Gut. So, hier, stramm stillgestanden und hier habe ich hier nicht irgendwas zum Einsammeln gesehen. Schieb ab, bevor mir der Geduldsfaden reißt. So, jetzt habe ich allen verraten, dass ich ein Hexer bin dadurch und... Kein Durchgang! Klar gibt's hier einen Durchgang, hey, oder aufs Maul. Kein Durchgang. Ist in der Stadt die Pest ausgebrochen, oder was? Pest? Nein. Wir dürfen niemanden in die Stadt lassen. Befehl ist Befehl. Nur mit Passierschein. Passierschein A38, hier hast du Meinst du sowas Penner. Hier? Lass mich mal sehen. Da fehlt ein Siegel, das rote. Nicht möglich. Das Ministerium für Bürgerschutz hat es wieder vergessen. Die kriegen gerade gar nichts auf die Reihe. Kommt vor. Na schön, du kannst durch. Wow. Du kannst passieren. Der lässt mit sich sprechen. Hast du's eilig? Iha! Endlich, Stufe 13. Aber will ich doch mal, bevor ich es hier vergesse oder versehentlich verkaufe, mein neues Silberschwert anlegen. Aber ich kacke nämlich nicht zu reparieren hier. So. Jetzt können die nächsten Köpfe wieder rollen. Ist doch herrlich. Da haben wir noch ein paar Sachen zum Verkaufen. Ach, alles wunderschön. Bäh, ihr seid ja so eklig, ihr rotzt auch überall hin. Scheiße. Du wirst ersticken an 3 Pfund Stahl. So, ach ja, hier gibt's auch Schnellreisepunkte innerhalb der Stadt. Ja, die Hexenjäger. Schön, schön. Lang lebe Raduvid. Das ist sehr schön für ihn. Gestern wurde wieder eine Leiche gefunden. Ausgesaugt bis auf den letzten Tropfen Blut. Nur noch Haut und Knochen. Verdammt. Die Straßen sind... Anschlagbrett. Ja, geil. Neue Quests und so ein Scheiß. Eieiei. Oh, eine Kneipe, hä? Wieder Prügeleien und sowas, das finde ich geil. Ich will hier Boxweltmeister werden. Ich werde sie alle umhauen oder sie mich oder wie auch immer. Sind wir uns nicht schon begegnet? In Lockmull vielleicht? Aufnehmen? Dieser nilfgaardische Kaiser kann nicht mal. Hallo, ich habe hier gerade eine Karte geklaut und es interessiert keinen. Welch Vortrefflichkeit. Okay. Super schön. Nee, mehr gibt's hier wohl nicht. Weißt du, was man über deinesgleichen sagt?
Willst du Gerechtigkeit, heuere einen Hexer an. Naja. Schön, ich habe eine Karte für Gwyn aufnehmen können. Oh ja, es wird Zeit, ein paar neue Quests aufzunehmen. Das liebe ich doch so. Kommen wir noch beim Hauptquest an? Na, das muss jetzt sein. Schön. Achtung, Trolle. Es wurde ein Troll östlich von Oxford gesichtet und gehört am linken Ufer des Ponters. Besagter Troll soll redanische Marschlieder singen. Vermutlich handelt es sich hierbei um ein nilfgaardisches Ablenkungsmanöver. Es wird empfohlen, dieses Gebiet zu meiden, bis sich die entsprechende Abteilung der Streitkräfte seiner Majestät des Problems angenommen hat. Sollte es jedoch zu einem Zusammentreffen mit dem Troll kommen, wird empfohlen, sich regungslos zu verhalten, möglichst dicht über den Boden zu kauern und den Kopf mit den Armen zu schützen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Bestie dann nicht angreift, da sie das Opfer möglicherweise mit einem Stein verwechselt. Alles klar, Bertolomeo, Hauptmann der Garnison. Schön! Auftrag, Monster in Oxenfurt. Na schön. Auf den Befehl unseres höchst edelmütigen Herrschers, König Radovid der Fünfte ist das, glaube ich, ist jeder erfahrene Monsterschlechter, der diese Nachricht liest, gehalten und verpflichtet, alle anstehenden Aufträge auszusetzen und sich unverzüglich der Jagd auf das hier erwähnte Monster zu widmen. Ach ja, ist ja ein Ding. Die fragliche Bestie hat die Wiege des menschlichen Intellekts besudelt. Die Stadt, auf deren Territorium sich die älteste aller Akademien befindet, Oxenfurt. Wer seinen schändlichen Treiben ein Ende macht, wird mit der vollen Großzügigkeit des Königs belohnt. Ah ja, schön. Auftrag, Bestie im Wald von Oxenfurt. Wer Arbeit sucht und keine Furcht kennt, der lese diese Nachricht. Denn sie wird für ihn von Interesse sein. Hans von Zidaris, Glücksritter und Veteran zahlreicher Kriege, gibt hiermit Folgendes bekannt. Aus Sorge um die ansässige Bauernschaft, die schrecklich unter den Angriffen eines Monsters leidet, welches offenbar im Wald bei Oxenfurt haust, habe ich beschlossen, demjenigen eine Börse voller Novigrader Kronen zu geben, der die Bestie erschlägt. Na, immerhin. Wer aber ohne Trophäe zu mir kommt, der soll kein Geld erhalten, sondern einen Tritt. Und dann trete ich aber zurück. Der ihn sein Leben lang nicht mehr schmerzfrei sitzen lassen will. Der wird ihn sein Leben lang nicht mehr schmerzfrei sitzen lassen. Hans von Zidaris, weltberühmter Glücksretter, Veteran zahlreicher Kriege, Ehrenmitglied des Ordens der Lilie. Seitdem die Zähne zu polieren haben. Folgendes zu wissen und kundgetan. In den Wäldern von Novigrad treibt ein Monster sein Unwesen, das unseren Kriegsanstrengungen erheblich schadet. Wer es findet und tötet, tut nicht nur seine patriotische Pflicht und bringt uns den unvermeintlichen Sieg der geeinten Streitkräfte des Nordens unter unserem tapferen König Radovid einen Schritt näher, sondern soll auch eine ansehnliche Belohnung erhalten, die den Mühen angemessen ist. Gemeinsam für den Sieg. Hauptmann Felix Krupp. Anmerkung, die Belohnung wurde noch nicht eingefordert. Weitere Anmerkung, Achtung. Wenn das Monster nicht bei Ende des laufenden Monats tot ist, werden die Steuern für die gesamte Region um ein Fünftel erhöht. Was für blöde Arschlöcher. Warnung, die Person, die Stadtmauer mit der Inschrift König Radovid sterben, wie sei... Was? Die Person, die die Stadtmauer mit der Inschrift König Radovid... König Radi wird sterben wie sein Fadi.
verschandelt hat, soll sich sofort beim nächsten militärischen Außenposten melden. Ja klar, der kommt freiwillig. Ich erinnere alle Studenten von Ochsenfurt daran, dass die universitären Privilegien entzogen wurden, darunter auch die Meinungsfreiheit, und des Weiteren Ausbrüche dieser Art nicht toleriert werden. Na klar. Addendum. Auch der dämliche Analphabet, der Aase mit Doppel-S und einem Akzent auf weiteren Mauer geschrieben hat, soll sich ebenfalls beim nächsten militärischen Außenposten melden. Andernfalls erfolgt eine Untersuchung und der Schuldige bekommt die volle Härte des Gesetzes zu spüren. Kommandant Donimir Vierni. Ach du Scheiße. Okay. Gewinnt spielen gegen mich. Naja, und wird. So. Neue Quest. Alles zu mir! Was kann ich zu mir! Tun, hier gibt es alles, vom Apfel bis zum Händler. Ich wäre okay, schon lange auf der Bahn zurückgesegelt, wenn diese Piraten von Schnell so. Ah, wir haben ja auch fast das Ziel erreicht. Irgendwo muss ich rein. So. Ich bin angekommen. Ich suche Tamara, die Tochter des blutigen Barons. Dein Bruder hat gesagt, dass sie hier ist. Wojtek schickt dich, Fremder? Woher sollte ich sonst wissen, wo sie ist? Warte kurz. Ich hol sie sofort. Hallo, Kätzchen. Mietzi, Mietzi. Du suchst mich? Und wer bist du? Ja. Hat mein Vater dich geschickt? Ja, um zu sehen, ob du noch am Leben bist. Ach ja, ich bin Geralt von Riva. Ich bin ziemlich lebendig und mir geht's bestens, Geralt von Riva. Besser als je zuvor in meinem erbärmlichen Leben. Jetzt hast du mich gesehen, nun leb wohl. Warte. Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Dein Vater ist ein Scheusal. Du bist wütend und verbittert. Das kann ich dir nicht verdenken. Warum hilfst du ihm dann? Warum arbeitest du für ihn? Weil er etwas über jemanden weiß, der mir viel bedeutet. Er hat versprochen, es mir zu sagen, wenn ich dich und deine Mutter finde. Verstehe. Eine Art Erpressung. Sieht ihm ähnlich. Nun, da du mich gefunden hast, kannst du ihm sagen, dass ich lebe. Und dass ich nie zurückkommen werde. So. Kann ich hier Pause machen, du? Dann müssen wir das halt doch diese Runde durchziehen, dann... Ich möchte nicht herumschnüffeln, aber ich weiß, dass deine Mutter eine Fehlgeburt hatte. Alles seine Schuld. Er hat sie geschubst und sie fiel hin. So fing alles an. Wir waren allein, niemand half uns. Überall Blut. Die schrecklichste Nacht meines Lebens. Es tut mir leid. Muss schlimm für euch zwei gewesen sein. Mutter stand unter Schock. Sie schrie, es sei besser so und dass sie das Kind nie wollte. Sie muss Fieber gehabt haben und hat die ganze Zeit über geblutet. Sie wollte das Kind nicht? Sie sagte, sie würde sich eher den Bauch aufschlitzen, als noch ein Kind von ihm zu bekommen. Wojtek behauptet, deine Mutter wurde von einem Monster verschleppt. Ja, stimmt. Das Monster war riesig, doppelt so groß wie ein Bär, aber schneller und flinker. Es schnappte meine Mutter, bevor wir etwas tun konnten. Ich weiß nicht, ob sie noch lebt. Deine Mutter ist im Buckelsumpf. Sie scheint glücklich zu sein, aber ich fürchte, dass sie nicht ganz richtig im Kopf ist. Was? Sie lebt? Ich muss sofort zu ihr, sie da rausholen. Eine Reise in den Sumpf würde ich nicht empfehlen. Meine Entscheidung ist getroffen. Niemand wird sie mir ausreden. Was hast du jetzt vor? Meine Mutter suchen. Du weißt aber, dass das nicht einfach wird. Ich bin nicht so dumm zu glauben, dass ich es alleine schaffen könnte. Ich habe Freunde, mächtige Freunde. Sie werden mir helfen. Wer sind diese Freunde? Es sei denn, das ist geheim. Ist es nicht.
schon mal vom Kult des ewigen Feuers gehört? Durch einen Priester konnte ich Kontakt zu den mutigen redanischen Hexenjägern aufnehmen. Sie werden mir helfen. Deshalb die Kerzen in deinem Zimmer. Du glaubst also an das ewige Feuer? Sobald die Wärme des Feuers dein Herz berührt, verleiht es dir Stärke und führt dich den Rest deines Lebens auf dem Weg der Wahrheit. Ich hoffe, es segnet dich eines Tages deswegen mit seiner Wärme. Deswegen hatte der Priester den halt die Folge Sache so mit dem Feuer ist nicht so einfach. Man kann sich schnell verbrennen. Was ist mit deinem Vater? Mit wem? Ach, dem. Ist mir egal. Ich gehe nicht zu ihm zurück. Dieser Teil meines Lebens ist vorbei. Ein Hexer. Sieh an. Hätte nie gedacht, dass der Baron jemals einen Monsterschlechter anheuern würde. Aber du sollst gut im Aufstöbern von Dingen sein. Verzweifelte Väter unternehmen nun mal alles, um ihre Töchter zu finden. Eine unerwartete Aussage von einem Hexer. Ich dachte, deine Mutationen hätten dir die Menschlichkeit und die Emotionen geraubt. Man braucht keine Mutationen, um seine Menschlichkeit zu verlieren. Ich kenne viele Beispiele. Schön, dass du weißt, wer ich bin. Aber du hast dich mir nicht vorgestellt. Graden. Hexenjäger im Dienst seiner königlichen Majestät Radovid von Redanien. Sicher hast du schon von uns gehört. Ja, ich erinnere mich dunkel. Schickt dich der blutige Baron, seine Tochter zu suchen. Du wirst scheitern. Finde dich damit ab. Wie schön, dass du an mich denkst. Aber Tamara kann ihre eigenen Entscheidungen treffen. Wie großzügig. Ein Auftragsmörder, der seine Beute zum Wohle einer anderen aufgibt. Die Jäger und der Kult des ewigen Feuers danken dir. Dem muss ich irgendwann aufs Maul hauen. Wohin bringst du sie? Tamara muss sich ausruhen. Sie hat Schlimmes erlebt. Wenn sie durch die Wärme des ewigen Feuers ihre Stärke zurückerlangt hat, können wir ihre Mutter suchen. Bevor du gehst, dein Vater bat mich, dir das hier zu geben. Clara? Vater hat dich gebeten, mir Clara zu geben? Amüsant, dass er mich mit einer Erinnerung zurückgewinnen will. Sag ihm, dass er eine ruinierte Kindheit so nicht wieder gut machen kann. Auf Wiedersehen, Hexer. Danke, dass du mir die Wahl gelassen hast und mich nicht zwingst, zu diesem Tyrannen zurückzukehren. Hoffentlich weißt du, was du tust. Leb wohl und viel Glück. So, jetzt haben wir das Hauptquest auch noch diese Runde weiterverfolgt. Jetzt, hoffe ich, der Baron hat wieder Infos über Ciri für mich. Aber das sehen wir dann erst in der nächsten Runde und starten damit, hier erstmal alles zu krallen, was nicht nied- und nagelfest ist. Die blöden Pisser gehen mir voll auf den Sack. Hochnäsige Hexenjäger hasse ich am meisten. Jetzt wird dann erstmal ordentlich die Wohnung geputzt, dann tun wir noch, aber das zum Freundschaftspreis. Aber das sehen wir dann in der nächsten Episode. Vielen Dank fürs Zuschauen oder auch nicht. Mir macht es so oder so Freude. Ich wünsche dann noch einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao.